Ja, musst du halt ins Wasser, weil das wäre das einfachste, oder die einfachste Lösung wäre gewesen, irgendwas in der Welle, was man halt freischneiden kann. Wie macht das Pferd sich gerade? Kaum hatten wir, haben wir die ersten kleinen Probleme, die großen Ziele schon ad acta gelegt. Frankreich. Ja, das Land der Friseure. Jetzt können wir weiterfahren. Seekrankheit ist, glaube ich, geheilt. Ich habe das erste Mal heute Morgen Frühstück gemacht. Und das bei, naja gut, wir haben jetzt nicht viel Wellen, aber es schaukelt schon hin und her. Ich bin auf jeden Fall total happy. Kein Problem. Björn kann sich jetzt auch wieder zurücklehnen und probieren lassen. Nicht nur ich. Zwischen Calais und Dover, da gibt es ja so eine Fährstrecke, sieht man ja im Hintergrund. Die fahren hier wie aufgescheuchte Hummeln hin und her. Ja, da musste ich gerade durch, war echt spannend. Ich bin schweißgebadet. Wir haben da nämlich geschlafen wegen seiner Nachtwache, die etwas länger ausgefallen ist als meine. So, fette Pötte, wahnsinnige Geschwindigkeit, die muss man ja auch erstmal abschätzen lernen. Aber ansonsten muss ich sagen, wunderbares Wetter hier, schönes, ja, entspanntes, ich würde fast sagen segeln, wenn der Motor nicht an wäre, weil wir müssen gegen die Strömung an, aber kommt schon so ein bisschen Urlaubsfeeling auf hier. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben hier einen wunderschönen Sonnenaufgang. 8 Uhr morgens ist es jetzt und wir fahren jetzt gerade den Hafen von Cherbourg an. Ich weiß nicht, sieht man da hinten schon Land? Wir müssen noch um den Zipfel drum herum. Es dauert noch ungefähr 2-2,5 Stunden. Da sind wir da. Es ist ziemlich mild heute, es ist wundervolles Wetter. Ja, und Björn schläft noch. So, jetzt wären wir eigentlich in anderthalb Stunden, oder noch nicht mal, in der Dreiviertel wahrscheinlich in Cherbourg. Sind die ganze Nacht durchgemotort, gestern den ganzen Tag herrlich gesegelt. Haben überlegt, ob wir jetzt noch weiterfahren Richtung Roscoff, weil das der Absprungpunkt über die Biscaya ist, aber der Fehlerteufel hat zugeschlagen. Vor einer halben Stunde ist Andreas Albtraum wahr geworden. Musste nämlich ins Wasser steigen, weil wir gedacht haben, dass wir irgendwas in der Schraube haben. Der Motor stotterte, wurde immer langsamer und unregelmäßiger. Dann habe ich einen Dieselfilter umgestellt. Aber das war nicht das Problem. Es klang nämlich wie ein verstopfter Filter. Und dann habe ich gemerkt, dass da eine riesen Schlingpflanze hinterm Boot hergezogen wurde. Und naja, dann war natürlich die Idee, lag natürlich nahe. Irgendwas hängt im Propeller, Fischernetz oder ähnliches. Wobei ich mir das auch nicht vorstellen konnte, weil wir haben so einen super Propeller mit so Schneidemessern. Sehr hochwertig. Ja, ich musste halt ins Wasser, weil das wäre das einfachste, oder die einfachste Lösung wäre gewesen, irgendwas in der Welle, was man halt freischneiden kann. Und dann bin ich dann da runter eingeschnallt und mit Taucherbrille und Andreas starb 1000 Tode. Und siehe da, der Propeller ist frei. Und ja, jetzt haben wir auch ganz langsam gestellt und der Plan B ist jetzt, wenn der Motor gleich stirbt, weil Diesel vielleicht alle ist, was wir vermuten. Unser Tank hat nämlich keinen Anzeiger und wir wissen nicht, wie viel da noch drin ist. Eigentlich hätten nach meinen Berechnungen noch mindestens 100 Liter drin sein müssen. Wenn das alles nicht funktioniert, dann kommt Plan B und das heißt, Dinghy aufpumpen, ins Wasser schmeißen, Benzin-Außenborder dran und dann muss uns der 4 PS Außenborder in den Hafen ziehen. So,
glaube, wir sind heil angekommen. Jetzt erstmal ein Anlegerbier. Das Bier aus der Werbung. Gott sei Dank. Und jetzt checken wir gleich mal den Motor. Super, jetzt hört er sich wieder normal an. Ja, jetzt hört er sich wieder normal an. Lassen wir jetzt mal so 5 Minuten so laufen. Nee, jetzt geht er runter. Oh ja. Ich mach das fertig gerade. Mit diesem ganzen Ding, die hier gerade passiert. Ist ganz schön viel auf einmal gerade. Andrea, was ist dein Lieblingsreiseziel? Ich glaube Mittelmeer. Ist das nicht zu wild? Oder Ostsee, dänische Südsee, ja. Sondern ein bisschen in. Ja, kaum hatten wir, haben wir die ersten kleinen Probleme, werden die großen Ziele schon ad acta gelegt. Jetzt geht's ins Mittelmeer, übermorgen wahrscheinlich zurück in die Ostsee. Prost. Wo es nicht kalt ist, wo man sich einfach verwöhnen lassen kann. Und das machen wir jetzt auch. Guten Appetit! Guten Appetit! So, es scheint, dass wir Glück haben, denn wir laufen hier gerade auf der Suche nach so einem Spannbandschlüssel durch die Gegend hier im Hafen von Cherbourg. Und witzigerweise ist genau hinter uns ein Volvo Penta-Laden. Denn wir haben einen Volvo Penta-Motor. Unser Vorfilter ist nämlich verstopft und ich hoffe, dass die uns weiterhelfen können. Ja, wenn Engel reisen, dann passiert sowas manchmal. Hier kommen die weltbesten Segler auch mit her aus dieser Ecke der Normandie. Und hier geht's echt zur Sache. Die sind alle so lässig. Ja, ratzfatz geht das hier. Was gibt's denn hier? Eiche zum Mittag. Wir kommen durch. Ja, biologisch vegetarisch. Ja, die Anzeige, die Tankanzeige ist zwar kaputt, aber Björn muss nur 8 Schrauben losschrauben. Nee, 12. Ach, 12. 12 Schrauben losschrauben. Ja, und dann weiß er schon, wie viel Sprit im Tank ist. Ist doch super, oder? Ja, genau. So, ich habe jetzt mal den Dieseltank geöffnet, um zu gucken, was da eigentlich los ist. Und man sieht es hier schon. Das ist die Kante, da ist nur noch ein Rest drin, vielleicht 10 Liter höchstens. Und die Ansaugstutzen, die stehen gerade noch im Diesel. Das heißt, ein Zentimeter oder anderthalb sind sie bedeckt und immer wenn Welle ist, sozusagen haben sie Luft angesaugt und deswegen stottert er das Ganze dann. Ja, Problem gelöst. Dieselfilter sind auch alle ausgetauscht, jetzt müsste das Ganze wieder laufen. Hooray! Frankreich, ja, das Land der Friseure.
Ich würde eher sagen, vom Winde verweht. Aber Stufen, würde ich sagen. Ja. Jetzt können wir weiterfahren. Wir Motoren raus, jetzt Richtung Roscoff. Unser Absprunghafen für den Biscaya-Trip. Und ja, hier in Cherbourg sieht man schon das eine oder andere schöne Schiff. Wir fahren jetzt raus aus Cherbourg. Nochmal an dieser wunderbaren, riesigen, 9 Kilometer langen Außenhafenmole vorbei. Das haben die Franzosen damals mal gebaut, weil sie eine vernichtende Niederlage gegen Engländer erlitten hatten. Die hatten nämlich keinen Schutzhafen, wo sie sich zurückziehen konnten. Das wollten sie nicht, dass das normal passiert. Hier fährt übrigens die Stena Line lang, selbe Feelings wie in der Kieler Förde. Und dann haben die Jahrzehnte an dieser Mauer gebaut und als die Mauer fertig war, war die Feindschaft mit England beendet. Segel kaum mal wieder zur Zeit nicht. Wind ist aus der falschen Richtung. Strömung ist aber mit uns. Und von daher kann man jetzt wunderbar hier essen. Das ist schon mal ganz gemerkt. So, SOG bedeutet Speed Over Ground. Also die Geschwindigkeit inklusive Strömung hier über 10 Knoten. Das ist auch einer der Hotspots hier in der, im Ärmelkanal, wo es unglaublich strömt. Also Wahnsinn, wir hatten eben 10,4 Knoten. Man merkt es eigentlich gar nicht. Alles wie immer, das Wind ist gegen an. Aber wir fahren mit 10 Knoten dahin. Wahnsinn. Je weiter wir segeln, desto höher werden die Wellen. Und was das Schönste ist, es tauchen immer mehr verspielte Delfine auf. Wir nutzen das gute Wetter, um weiter Strecke nach Westen Richtung Biscaya gut zu machen, bevor der unvermeidliche Westwind wieder einsetzen wird.